Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Guild Wars 2. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, machen wir jetzt weiter in der persönlichen Quest. Ein instabiler Frieden. Na, das klingt ja mal wieder sehr herausfordernd, wie ich finde. Und ich bin gespannt, was uns da drinnen jetzt erwarten mag. Auch mal wieder ein ziemlich schlichter, aber durchaus schöner Ladebildschirm. Und, ach meine Güte. Lass die Abtrünnigen nicht entkommen. Okay. Wir gehen mal davor. Willkommen in Ebon Falke Rekrutin. Ich bei den Schwingen des Raben. Was geht hier vor? Die Wachsamen. Balthasar sei Dank gerade zur rechten Zeit. Ich bin Samuelson, Wade Samuelson, Kommandeur von Ascalon. Ich bin Kriegsmeister Kernson und dies ist meine neue Rekrutin. Erstattet mir Bericht. Folgendes Problem. Eine Gruppe Char-Abtrünniger hat Sprengstoff in die Stadt geschmuggelt. Sie haben versucht, eine der Außenmauern zu sprengen. Die Ebon Vorhut hat den Sprengtrupp aufgehalten, aber jetzt greifen Abtrünnige überall an, von hier bis zum Zentralplatz. Klingt wie ein blutiges Chaos, Kommandeur. Wie können wir helfen? Wir müssen zum Zentralplatz. Geht nach rechts, die Straße hinunter und über die Kreuzung. In der Mitte des Platzes seht ihr eine große Statue. Wenn wir den Platz unter Kontrolle haben, kann die Vorhut den Rest übernehmen. Aber ohne einen Sammelpunkt wird das nichts. Wer sind diese Abtrünnigen? Was wollen sie von Ebon Falke? Sie sind Char, die sich den Befehlen der Hochlegion widersetzten. Diese Idioten wollten lieber sterben, als Frieden mit den Menschen zu schließen. Und sie sind gefährlich. Wir werden den Platz erobern, Kommandeur. Und wenn wir unterwegs auf Abtrünnige treffen, erteilen wir ihnen eine Lektion. Seid ihr bereit? Abmarsch! Ebon Falke und Fallen! Zum Teufel nie! Nicht, solange ich hier bin! Wow, habt ihr mal in die Augen geschaut von unserem Kommandeur? Das ist ja wirklich faszinierend. Nicht von unserem Kommandeur, von unserem Mentor. So, sichert die Schmieden auf der Straße nach Herz des Falken. Ja, wo müssen wir denn lang? Das ist immer so ein bisschen verwirrend, aber anscheinend geht es hier entlang. Oh, und da unten, jawohl. Da wird fleißig gekämpft. Das ist doch genau das Richtige für uns. Ab dafür. So, wir müssen jetzt also gegen einige der Char kämpfen. Das ist ja wirklich ziemlich schade, denn ich mag die ja eigentlich ziemlich gerne. Aber was soll's. So, da kommt einer angehumpelt. Das ist ja witzig. Ich wollte jetzt eigentlich den Bogenschützen hier wiederbeleben, aber naja, gut. Dann erledigen wir das hier erstmal so. Also hier geht's ja mal wieder richtig zur Sache, muss ich sagen. Die NPCs, ja, sind alle tot. Wie so oft, wenn man irgendwo ankommt. Es kommt aber auch davon, wenn man vorher erstmal mal stundenlang quatschen muss, anstatt einfach mal irgendwie ganz schnell zur Sache zu kommen. Nein, da muss erstmal darüber geredet werden, wieso, weshalb, warum. Ist doch total egal. Erstmal aufs Fressbrett und danach Fragen stellen, ne? Ich meine, wenn wir jetzt 2 Sekunden früher da gewesen, dann würden hier vielleicht die Leute noch ein bisschen lebendiger aussehen und nicht so tot in der Ecke liegen. Aber was soll's? Wir haben ja hier keine Befehlsmacht. Wir führen ja nur aus, was uns gesagt wird. Wahrscheinlich müssen wir hier gleich in diesen roten Kringel reingehen, um das Ganze zu erobern. Meine Wut wächst. Wunderbar, Shai, wunderbar. So, jetzt müssen wir bestimmt noch da hinten den erledigen. Das ist hier mal wenigstens ein Soldat, der scheint wohl ein bisschen was auszuhalten. Der kippt nicht sofort aus den Latschen. So, Mensch, ey, aber unser Mentor ist aber auch riesig groß, oder? Ich weiß, er ist Norn, aber der ist schon echt groß. Ich meine, wir sind ja auch ein Baum. Kann ja nicht sein. Die Straße ist sicher. Oh, das ging schnell. Antreten und das Gebiet halten. Wir rücken zur Kreuzung vor. Aber die Char-Abtrünnige sind jetzt auf einmal gelb. Okay, das ist ja wirklich sehr kurios, aber was soll's. Wir hauen sie trotzdem. Naja, der eine da hinten haut ab. Soll er doch. Meinetwegen. Kann er gerne machen. Ich bin ja da nicht so nachtragend. So, ich wollte übrigens mal unser Inventar ein bisschen ordnen. Das mache ich hoffentlich dann gleich noch, wenn das hier beendet ist. Muss ich mal schauen, ob ich daran denke. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin ja eigentlich ein ziemlich ordentlicher Mensch. Und zumindest im Game.
Aber irgendwie bei Shai, ich weiß nicht, da habe ich so viele andere Sachen im Kopf, dass ich da gar nicht so wirklich drauf achte, was die im Inventar rumfliegen hat und was nicht. Das ist euch wahrscheinlich selbst auch schon aufgefallen. Ach ja. So, es ist nicht wirklich herausfordernd. Mir wurde aber schon mitgeteilt, dass die persönliche Quest doch noch ein bisschen schwieriger werden soll. Deswegen habe ich wahrscheinlich wieder mal den Mund zu voll genommen, als wir gegen Mazdak gekämpft haben. Naja, was soll's. Wir werden ja sehen, was noch so auf uns zukommen mag. Ich habe mit noch keinem einzigen Charakter die persönliche Quest irgendwie beendet. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, die wird bis 80 gehen, nehme ich einfach mal an. Und dann wird es da einen großen, dicken, fetten Endkampf geben. Und dann bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wenn die persönliche Quest dann vorbei ist, ob es dann irgendwann mal mit irgendwie einem Add-on oder sowas geht, es dann bestimmt auch mal da irgendwie weiter. Da spinnen sich dann die Entwickler irgendwelche Geschichten zusammen, damit man das Ganze weiterführen kann. Davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Aber so weit ist es ja noch nicht, noch lange nicht. So, haben wir hier noch einen Char? Ach, da vorne. Okay, ich wunderte mich jetzt, warum das nicht blau geworden ist. Naja, warum? Weil wir hier noch zwei sogar rumfliegen haben. So, 3, 4. Wunderprächtig. Die kamen jetzt wohl gerade irgendwie um die Ecke gehuscht. So, Shai ist voll in ihrem Element. Die freut sich hier schnitzeln zu dürfen. Wir sehen uns gar nicht, ne? Wenn der Norn vor uns steht, das ist wirklich Hammer. Die Kreuzung ist sicher. Vorhut verteidigt uns hier. So, hier haben wir wieder so ein paar, die abhauen wollen, aber nicht mit uns. Ah, das ist mal eine Aufgabe, die macht Spaß. Also das ist hier irgendwie mit ein paar anderen, mit ein paar NPCs, die auch nicht ganz so dusselig dumm sind wie beim letzten Mal, die irgendwie, wo nicht jeder auf dem anderen rumprügelt, sondern das Ganze scheint hier doch schon ein bisschen koordinierter zu sein. Und dann macht das auch irgendwie mehr Spaß. Man ist nicht überfordert, man sieht ganz klar, was man machen muss und das ist schön. Ich kann euch abstechen wie ein Schwein. Ach ja. Das möchte ich gerne mal sehen, auch wenn du wahrscheinlich nicht mit uns geredet hast. Ach guck mal, gerade spreche ich noch darüber, wie schön ich das finde, dass wir alle zusammen kämpfen und schon hauen die ab. Ja, das ist natürlich wirklich super. Der hier sieht aus wie ein Elb. Oder Elf, je nachdem. So, also wir haben hier Grams Falke. Nicht mehr lange. Wir hatten hier Grams Falke. So, Grabenschädelspalter. Okay. Ist das der, der hier die ganze Zeit aufmuckt? Wahrscheinlich ist er das, ja. Dem wollen wir dann jetzt mal 1 auf die 12 geben. Oh, der hat gesessen. Also bei uns, meine ich jetzt. Er hat uns einen ganz schönen Schlag verpasst. Aber das können wir auch. Doch, Shai, das schaffst du. So, wir haben uns mal ein bisschen geheilt. Das langt. Wunderbar. Super. Dann wollen wir erstmal ein bisschen Leben regenerieren. Warten mal einen kurzen Moment. Beleben hier die Leute wieder. Auch schon passiert. Ach, guckt einmal an. So, man bekommt übrigens anscheinend... Ach nee, guck mal, warum ist denn das Heilerin hier nicht? Ich wollte gerade sagen, man bekommt scheinbar fürs NPC wiederbeleben keine Prozentzahl, aber das Heilerin scheint ja irgendwie weg zu sein. Naja, merkwürdig. Das war knapp. So. Das scheint hier wohl die letzte, ja, Aufgabe zu sein. Das letzte, was wir einnehmen müssen. Ich bin gespannt, ob es das auch wirklich so ist. So, dann machen wir hier nochmal, bevor der gleich auch gelb wird und abhaut, machen wir den mal schnell fertig. Ja. Super. Das war genau zur rechten Zeit, Kriegsmeister Karnsson. Habt vielen Dank. Die Abtrünnigen werden immer frecher. Das ist das erste Mal, dass sie versuchen, innerhalb der Festung Bomben zum Einsatz zu bringen. Eine neue Taktik könnte für einen neuen Anführer sprechen. Glaubt ihr, die haben einen gefunden mit halbwegs Grütze im Kopf? Glauben? Ich weiß es. Es ist ein Char namens Ajax Ambossbrand. Und der Mistkerl ist mir ein Dorn im Auge. Wisst ihr irgendwas über Ambossbrand? Wie man ihn finden und aufhalten könnte? Späher haben ein Lager der Abtrünnigen vor Ebonfalke entdeckt, aber meine Leute sind mit dem Schutz des Vertragsverhandlungsorts beschäftigt. Die Ebon-Vorhut hat es noch nicht überprüfen können, aber ich würde wetten, er oder seine Soldaten sind dort. Wir sehen mal nach, Kommandeur. Disziplinlose Schläger wie die sollten leicht zu finden sein. Okay.
Damit haben wir wieder eine Aufgabe beendet und dürfen uns entscheiden. Eile, Kraft, 10% Chance bei kritischen Treffern, Lebenspunkt. Ja, hier, finde ich gut. Das hat mich in Abenteuer gebracht. Wow, das gab mal wieder richtig dick XP. Wir gehen jetzt wieder raus. Die Aufgabe, die da folgt, scheint für Level 33 zu sein, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Wir haben auch einen Schlüssel bekommen, aber ich glaube, wir haben keinen... Doch, da. Dann machen wir das mal gerade auf. Und schauen mal nach. Ja, Schwarzlöwen-Lieferant. Ach, wie cool. Und zwei nicht identifizierte Farben. Oh, rosa, wie süß. Oh, Wintergrün, das klingt nett. So, dann legen wir das hier auch mal auf Seite. Ich mag das nicht, wenn man mir hier zwischenbrabbelt, wenn ich rede. So. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier alles... Lass mich doch in Ruhe. Was wir hier alles für Zeugs haben, ob wir irgendwas davon gebrauchen könnten. Das können wir mal ausrüsten. Ja. So, eine Hose und so weiter. Wir haben uns ja vor kurzem erst ausgestattet. Das sollte ja eigentlich... Schon mal versucht, einen Golem mit Logik aufzuhalten? Ich ja. Das ist echt schön für dich. Interessiert nur leider keinen. Upsala, das hat jetzt nicht geklappt. So, ja, das möchte ich gerne. So, und hier noch das. Und das ganze Zeugs. Dann haben wir hier auch mal wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, ich liebe es, wenn man mir dazwischen quatscht. Wie gesagt, wir sollen überhaupt wohin? Findet heraus, was Ajax, Amboss, Brand und die Abtrünnigen vorhaben. Trefft Vorgal im abtrünnigen Lager vor der Belagerungsebene. Dazu muss ich jetzt hier durch, oder wie? Felder der Verwüstung. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir da jetzt rauskommen. Guckt euch mal diese Statuen da an, ja, hier. Wow. Absolut genial. Und jetzt sind wir hier wieder irgendwo, wo ich nicht weiß, wo wir sind und wo wir hin müssen und überhaupt. Ah, da oben. Okay. Dann gehen wir mal, ja, scheinbar hier durch dieses komische Gebiet. Ich weiß nicht, was das ist. Es scheint ein Gebiet der Menschen zu sein, bei den ganzen Soldaten und Seraphen, die hier rumlaufen. Und man sieht ja hier auch Bürger und so weiter, sind scheinbar alles Menschen. Wobei das hier anscheinend nur so groß wie der ist. Aber das sieht ja schon alles ziemlich menschlich aus. Ah, guck mal da, die Statuen, die wir gerade gesehen haben. Wow, wirklich richtig schick. Ja, mal sehen. Irgendwann gucken wir uns das hier bestimmt auch mal an. Ich bin gespannt. So, mal wieder schön etwas freigeschaltet. Den Speer, den lasse ich jetzt mal Speer sein, weil wir wollen ja eigentlich unsere richtige Aufgabe machen und dann in den Lornas Pass. Habt ihr einen Moment Zeit? Nein, haben wir nicht. So, du brauchst uns auch nicht zuwinken, wir laufen einfach weiter. Es tut mir sehr leid, so egoistisch muss man halt manchmal sein. Denn wir sind ja hier, um unsere persönliche Aufgabe zu erfüllen. Lass mich doch in Ruhe, Cinderella. Schnell! Sie brauchen gegen die Ogre jede Hilfe, die sie kriegen können. Ja, dann geh du doch helfen. Wie wär's denn damit? Immer wieder andere Leute anheuern, aber selber bloß keinen Finger krumm machen. Das sind mir ja wirklich die Besten. So, schaut mal, das ist ja sogar ein Gebiet für unser Level 33. Aber nichtsdestotrotz, hoppala, werden wir jetzt beinahe in einen Raptoren reingelaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, der Wolf hier ist Level 33. Und die Raptoren sind auch 33, also das scheint ja das menschliche Gebiet zu sein. Man kann ja mal auf der Karte gucken, ne? Achso, das ist ja noch gar nicht freigeschaltet, das steht hier gar nicht. Ah, doch da. 30 bis 40, seht ihr, Felder der Verwüstung. Kenne ich selber noch überhaupt nicht. Ist aber auf jeden Fall, sieht sehr interessant aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter in unserer Aufgabe.